Für Nachtisch ist einfach immer Platz. So geht es mir zumindest. Und deshalb mache ich jetzt endlich mal wieder mit dir einen richtig leckeren Nachtisch. Der besteht aus Cookies, einer leckeren Frischkäse-Sahne-Creme und getoppt wird er mit einer Heidelbeer-Creme. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Für den Nachtisch brauchst du 12 American Cookies, 6 Gramm Zitronenschale, 300 Gramm Frischkäse, ca. 4 Teelöffel Sanapat oder Sahnesteif, 200 Gramm Sahne, 50 Gramm Puderzucker und 300 Gramm Heidelbeeren, welche ich schon püriert habe. Wir starten direkt. Als erstes legst du dir bitte 4 Kekse zur Seite, die ganz sind, denn mit denen dekorieren wir nachher noch den Nachtisch. Die restlichen 8 Kekse kannst du einfach zerkleinern. Ich mache das ganz gerne mit einem Messer und verteile sie dann auf 4 Nachtischgläser oder halt auf eine große Schale, je nachdem, wie du deinen Nachtisch servieren möchtest. Die Gläser stelle ich jetzt kurz zur Seite, denn im nächsten Schritt kümmern wir uns erstmal um die Creme. Für die Creme geben wir als erstes den Frischkäse in eine Rührschüssel und lassen den für ca. 10 Sekunden einfach mal verrühren, also wirklich ganz kurz, nur so, dass er cremig wird. Nachdem du den Frischkäse ganz kurz cremig geschlagen hast, gibst du jetzt den Puderzucker und die geriebenen Zitronenschale hinzu und lässt das beides auch ganz kurz unterrühren. Du könntest theoretisch auch diesen Schritt zusammen machen, also Frischkäse, geriebene Zitronenschale und Puderzucker in einem direkt unterrühren bzw. leicht aufrühren, aufrühren, unterrühren. Jetzt gibst du einfach die Sahne hinzu, setzt am besten einen Spritzschutz auf oder legst ein Küchenhandtuch über die Küchenmaschine und schlägst sie dann zu einer schönen Creme auf und gibst nach und nach Sanapat. Ich finde, schöne Creme hört sich so komisch an, zu einer fluffigen Creme. Das hört sich doch besser an als schöne. So sieht die Creme dann aus und die wird dann jetzt gleich auf die 4 Gläser verteilt. Ich mache die Gläserränder jetzt noch sauber und dann kommen die passierten Heidelbeeren drüber. Hier kann ich vielleicht noch mal sagen, falls du es wirklich süß magst, solltest du etwas Puderzucker zu den Heidelbeeren hinzugeben. Ich persönlich finde, dass man das nicht braucht, weil die Creme ja schon recht süß ist und dann ist das so ein schöner Kontrast. Und unten die Cookies sind natürlich ja auch schon süß genug. Obwohl süß genug gibt es nicht, die sind einfach süß. Und jetzt kommt noch ein Cookie oben auf das Dessert drauf. Ich persönlich mag das super gerne, weil das einfach noch mal schön aussieht. Und fertig ist das Heidelbeer Cookie Creme Dessert. Ich würde sagen, ich stelle das jetzt noch mal ganz kurz kalt. Mal schauen, ob ich mich so gedulden kann, solange es kalt steht. Ansonsten kommt es einfach wieder früh aus dem Kühlschrank und wird direkt gegessen. Das Rezept zu dem Dessert kannst du auch auf meinem Blog nachlesen. Und falls du es nachmachst, wünsche ich dir viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal, deine Janika.